Yes, Alter! Damit besiegen wir es. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich glaube, ihr könnt sehen oder ein bisschen erkennen. Ich befinde mich gerade am Flughafen in Berlin. Bin noch ein bisschen müde, es ist sehr, sehr früh. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich bin mit meiner Freundin. Wir fliegen in den Urlaub. Trommelwirbel! Genau, wir fliegen nach Sansibar. Wir machen da 10 Tage Urlaub. Ich nehme euch mit. Ich werde die Anreise filmen und wahrscheinlich so den ersten Tag. Und ja, von daher, diesmal kein Fußball-Content, kein Schlag den Bilo. Da spielen die alle Fußball. Hab ich gesehen bei TikTok. Nice. Also bis gleich, Leute. Ich erkläre euch gleich, wieso, weshalb, warum. Aber wir gehen jetzt in eine Loge. Erklärt. Ja, Loge, Lounge, ist das Gleiche. Hier. Also, jetzt nochmal in einer ruhigen Sekunde. Ich glaube, Sansibar befindet sich ganz unten südlich von Afrika. Ist das richtig? Östlich. Okay. Kurz und knapp gesagt, wir fliegen heute Business Class und ich will euch auch so ein bisschen halt zeigen, was man dann für Vorteile und sowas hat. Ich will es nur einmal sagen, ich mache das nicht, weil ich irgendwie denke, ich bin was Besseres, sondern weil ich wirklich brutale Knieprobleme habe und immer, wenn ich einen langen Flug habe, dann nach dem Flug habe ich so brutale Knieschmerzen, dass ich gesagt habe, wenn es sich rentiert und wenn es ein langer Flug ist, würde ich gerne dieses Mal einmal Business Class fliegen. Das haben wir jetzt gemacht. Ich glaube, was haben wir dafür bezahlt? Für uns beide? 4,5 ungefähr sowas? 4, ja, glaube ich. Hin und vielleicht zurück. Das ist auch immer für die Leute voll interessant. Ja, klar. Genau. Also wir fliegen jetzt erstmal nach Istanbul. Und von Istanbul, also Istanbul, ich glaube, 3 Stunden. Und von Istanbul nochmal nach Sansibar, ich glaube, nochmal 7,5 Stunden. Und ich finde es, wie gesagt, immer voll anstrengend für meine Knie, wenn man halt eng sitzt. Das tut dann irgendwann am Ende richtig weh. Wir sind jetzt hier in der Business Lounge. Ich wollte euch so ein bisschen jetzt rund führen und um euch einfach zu zeigen, was einfach in so einem Paket alles drin ist. Aber wir sind zum Beispiel beim Koffer abgeben, sind wir sofort angekommen. Priority Lane, also... Genau, wir haben auch so eine Priority Lane gehabt. Bedeutet, wir konnten ganz schnell durch die Sicherheitskontrolle. Also man merkt schon, wenn man halt ein bisschen mehr Zeit, dass man halt Vorteile hat. Mhm. Ich fühle mich zwar ein bisschen unwohl so, sag ich ehrlich, so mit den, weiß nicht so... Aber ich finde hier vom Gefühl, voll wohl. Aber hier ist wirklich entspannt. Deshalb, ich führe euch jetzt mal rum. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, was es hier gibt. Ihr könnt was essen. Wir sind halt gesagt, wie gesagt, voll spät dran. Ich glaube, viele kommen hier voll früh her und nutzen das voll aus, dass sie hier frühstücken, essen etc. pp. Aber wir haben jetzt, glaube ich, nur noch 10 oder 20 Minuten. Und dann geht es auch schon in den Flieger. Also wir haben es gar nicht jetzt ausgenutzt oder sowas. Also Leute, das ist hier so ein bisschen Buffet, was man hier bekommt. Eigentlich ganz simpel. Fast ein bisschen Frühstück. Eigentlich schlicht gehalten, aber wie gesagt, man kann halt frühstücken, ne? Hier gibt es so Laugendinger, Brezeln. Genau, hier gibt es halt Frühstück. Schaut mal. Eigentlich ganz simpel gehalten, ne? Und hier sehe ich Fritte oder Kalle. Die Männer sehe ich hier. Und da hinten kann man sich halt so entspannt hinsetzen, ne? Und ich glaube, das war es auch eigentlich schon fast. Also viel mehr ist es gar nicht. Ich wollte euch einfach nur ganz kurz so ein bisschen einen Einblick verschaffen, wie es hier aussieht. Genau, und jetzt geht's gleich in den Flieger. Let's go! So Leute, begrüßt wird man mit einem frischen Orangensaft. Plus man bekommt direkt Karte in die Hand gedrückt, damit du direkt schon dein Menü auswählen kannst. Smoked Beef, White Cheese, Tomatoes. Ja, das wird es, das wird's. Pancakes. Nee, hey, Kacke war. Stimmt. Ich schwöre, ich könnte euch nicht vorstellen, wie wichtig das ist. Keine brutalen Knieschmerzen, wenn ich da ankomme. Krass. Ich schwöre, ich konnte wirklich, ich lüge nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe, glaube ich, 3 oder 4 OPs gehabt, ist ja egal. Sonst wirklich, wenn ich angekommen bin, auch gerade, wo ich nach Amerika geflogen bin, meine Knie haben danach so wehgetan, dass ich so einen Tag lang Schmerzen hatte. Highlight. Ich check hier nicht nichts, ja. Das ist doch safe falsch, oder? Ja, das ist aus dem Buch. Oh mein Gott, voll eingeklemmt. Also ich weiß nicht, ob man davon satt werden soll, aber wenn Arda jetzt hier wäre an meiner Stelle, ist respektlos. Also sieht lecker aus. Ich glaube, wir müssen danach noch was bekommen, weil das geht gar nicht. Das kann nicht sein. Da muss noch was kommen. Bleib mal ruhig. Brötchen und Croissant ist gekommen. Bleib ruhig. Bismillah und rein damit. Okay, wir haben jetzt noch so ein Scrambled Eggs bekommen. Omelettmäßig mit so Oliven drin. Ich glaube, Tomaten, Eimer, Pancakes.
Also Leute, wenn man ein Fazit abgeben soll, stabile 6,5 von 10. Für Flugzeug war es echt in Ordnung. Aber jetzt halt nichts Besonderes, ne? Jetzt kommt nichts mehr, bedeutet schlafen. Wenn du vorher schläfst, dann verpasst du das Frühstück und es wäre zu schade. Jetzt sind wir in Istanbul und jetzt gehen wir gleich in die Lounge, Istanbul Lounge, glaube ich. Ich spreche es noch komisch aus, wa? Lounge. Und guck mal, was da abgeht. Ob es da was da für Essen gibt, Trinken. Wir haben jetzt, glaube ich, 3,5 Stunden Aufenthalt, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Oder? So. Würdest du sagen, mit wem wir geflogen sind? Wie, mit wem wir geflogen sind? Katja. Ach so, stimmt. Oh mein Gott, wir vergessen einfach. Wir gehen in den Flieger rein, ich guck. Da war so eine uns. Barbie. Auf einmal einfach Katja Krasnitzer noch. So hinter uns, so sitzt du einfach. Reden die ganze Zeit auf Polnisch. Oder? Echt? Katja, wenn du das hier hörst, was soll das? Kommt bei Europa aus dem Schakant? Seht ihr diesen kleinen Turkish Airlines Stand? Ich muss euch was erzählen, eine kleine Geschichte. Als ich damals das allererste Mal nach USA gereist bin, war es in der Corona-Zeit. Entweder, ich glaube, 3-mal geimpft sein oder man muss so 10 Tage vorher in Türkei gewesen sein. Oder 12 Tage, ich weiß es nicht genau. Und ich bin hier angekommen und ich hatte einfach nur 9 Tage. Und dann war ich einfach hier gewesen und die haben es mir nicht erlaubt, wegen einem Tag nach Amerika zu fliegen. Ja, Mann. Und dann muss ich hier bleiben. Ich musste einen Flug zurück wieder nehmen nach Antalya, ich schwöre. Musste wieder einen Flug zurücknehmen nach Antalya, musste nach 2 Tagen nochmal hierher kommen und dann fliegen. Corona hat alles auseinandergenommen. Ich schwöre, ich kann mich so daran erinnern. Wir haben da so einen Stress gemacht und das Allerkrasseste war, das habe ich vergessen zu sagen, mein Gepäck wurde schon weitergeleitet. Das heißt, ich habe gar kein Gepäck gehabt. Überleg mal, crazy Zeit gewesen, Corona, ey. Das hat alles hops genommen. Bienvenue. Also, man denkt einfach, man geht rein in ein Hotel. Ist so. Das ist crazy. Sag mal, ich stehe noch in der Gazelle und sowas. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen. Das ist krass. Ich glaube, diese Business Launch ist krass. Boah. Gehen wir kurz einmal rum zusammen. Ja. Und wir zeigen es mal kurz. Guck mal. Das spielt von alleine. Heurich, deutsche Marke. Woher weißt du das? Weiß ich nicht. Manti, nee, das glaube ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Wir haben da nicht Manti, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Hast du nicht gerade noch gesagt, Manti. Du willst auf die Ebene? Türkisch Special of the Month, Manti. Was ist denn das für ein Zufall? Boah, Türkisch ja. Türkisch Special of the Manti. Boah. Guck mal hier. Wir haben gerade, guck mal, mit Liebe gemacht. Guck sie dir an. Wahnsinn. Ich bin beeindruckt gerade. Ne? Guck mal. Ich bin gerade real talk, ich bin beeindruckt. Das und im Vergleich zu Berlin, boah. 10 Welten. Hier geht es einfach weiter mit Essen. Guck mal, Reis, Fasolie, Grill haben die da sogar. Oha. Hähnchen. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben, ne? Wir hätten nichts essen sollen im Flugzeug. Wir denken uns so, ja komm, wir nehmen mal das Frühstück mit. Und guck dir mal an, was es hier alles gibt. Das ist wirklich das Pasta. Normal. Pasta. Niemals. Pasta. Ayran. Gezapfter, frisch gezapfter Ayran. Probier mal einen. Oh, aber der ist voll dickflüssig. Voll. Boah, sehr dickflüssig. Aber schmeckt trotzdem lecker. Ist der kalt? Ja? Oh, Chicken? Also das ist crazy. Real Talk, das ist crazy. Lass uns mal erstmal jetzt hinsetzen und kurz mal erstmal das alles aufnehmen, aufsaugen, oder? Also jetzt mal Hand aufs Herz. Ich will nicht, dass ihr denkt, ich übertreibe oder sowas, aber ich muss übertreiben, weil das so krass ist. Es gibt ja hier wirklich alles. Wir haben sogar noch einen kleinen Golfplatz oder sowas gesehen, was das da war. Oder auch Essen vom Allerfeinsten. Ich bin wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Touch to start, damit ihr seht, dass ich gut in Geografie bin. Moment, wir warten erstmal. Tansania ist im. Wo? Nein, nicht Tansania, Afrika. Ja, zeig mal rauf, wo wir jetzt hinfliegen. Osten. Nie ohne Seife waschen. Rechts in Afrika. Hier ist Tansania, sag ich. So, wo kann ich jetzt wissen? Hier? Ich der Vorsage ist Tansania. Afrika? Afrika, danke schön. Richtig gemacht. Frag mich was. Gib mir was. Okay, wo ist Hawaii? Guck mal, sie an, ja. Sie sagt Hawaii. Hä? Komm mit was Normalem.
Okay, wo ist Lissabon? Nee, warte mal. Ja, du hast ja richtig. Entweder unten oder, ich weiß nicht, ob hier, ne? Links ist richtig, ja. Glaube ich auch. Zeig mir einen Ort, wo Pinguine leben. Tipp einfach hin. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Nicht, oder? Da sind Eisbären oben. Ich habe keine Ahnung. Die sind auch im, sag hier aber, unten zum Beispiel. Du sagst aber auch nicht mal einem Land irgendwie aus Europa. Du machst, wo ja, leben Pinguine? Europa weiß jeder. Auch stark. Der ehrlich, war okay. Könnt mir erzählen, was ihr wollt. Wenn jemand sagt, er kann bei sowas Diät machen, ich habe mir direkt einfach zwei geschnappt. Ich sage euch ehrlich, heute noch ungesund und ab morgen dann nicht mehr. Aber wenn es Manti gibt. Nicht so? Joghurt braucht mehr Knoblauch. Achso, Knoblauch. Aber Alter, ist Manti. Vielleicht übertreiben wir auch immer nur mit dem Knoblauch. Und das ist die erste Runde. Ihr wisst gar nicht, was noch alles kommen wird. Also ich sag euch ehrlich, es gibt noch so viel mehr als das hier. Aber ich dachte mir, ich reduziere mich mal hier auf das, was ich noch irgendwie halten kann. Ja, das ist die zweite Runde mit einem schönen Uludag und dann reicht es hier auch. Also so viel, wie es hier gibt, kannst du gar nicht essen. Real Talk. So Leute, wir sind jetzt aus der Business Lounge raus. Wir gehen jetzt zu unserem Gate, weil wir haben, glaube ich, um 17.30 Uhr Boarding. Schauen wir mal, wie jetzt der Flug wird. Also man muss wirklich mal sagen, es ist wirklich crazy, wie viel angenehmer es sein kann, zu fliegen. Ja, man bezahlt wirklich sehr viel Geld. Und ich sage, so kurze Flüge oder sowas, das ist total Quatsch. Aber ich glaube, in die Lounge kann man auch ohne, du musst nicht Business fliegen. Ich glaube, da muss man halt was zahlen oder so. Oder die Miles-Punkte. Oder wenn man eine Amex hat, glaube ich auch. Aber auf jeden Fall 10 von 10, oder? Wie siehst du das? Same. Zanzibar, Baby. Hola, hola. Hakuna Matata. Das war zu viel. Was sagen die da? Oh, Zanzibar sagen Hakuna Matata. Alles klar. Ihr werdet jetzt eine Szene eingeblendet bekommen, wenn die es habe ich einen Salat. Nicht zu essen, nicht zu trinken. Part. Aber ich muss sagen, es ist wirklich krass gemütlich. Also Bett echt super. Man kann sich wirklich auch drehen, man hat Platz. Es ist wirklich sehr angenehm. Ich versuche jetzt noch, ob ich noch irgendwas zu essen bestellen kann. Ja, aber es ist halt wirklich sehr angenehm. Ne? Weil ich mich nicht lumpen lasse und weil ich auch Hunger habe. Ey, sie ist halt so. Meine Vorspeise ist da. Stark. So, meine lieben Freunde, ich glaube, ich habe das Beste noch rausgeholt. Wir haben jetzt noch Pasta bekommen. Adana, Hähnchen, sowas, alles war alles schon weg gewesen. Aber alles mitnehmen, was es geht. Pasta. Rein damit. Bismillah. So, Freunde. 6,5 Stunden geflogen. Ich sage euch ehrlich. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Keyifli geçmiş olduğunuzu umuyoruz. Hoş geldiniz de Zanzibar. Orta. Lütfen yerinizde yani, kalınız. Kemerinizi müthiş, bağlı tutunuz. Müthiş. Ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Aferin falan bir yet. 2 uhr. 6,5 Stunden. Ich sage euch herzlich an. Wirklich sehr angenehm angefühlt. Also, wir konnten Filme gucken. Wir konnten alles machen. Es war echt sehr entspannt. Ladies and gentlemen. Weil ich schlau bin und sage, Inlandsflug, chill. Lass sie alle aussteigen, scheißegal. Du wartest, man hat Geduld. Aber wenn du nach Zanzibar fliegst, USA oder Brasilien oder sonst wo, wo du Kontrolle musst, wo du Visa machen musst, schnell hoch, raus, damit du als Erster rauskommst. Ich war wirklich die Erste. Weil unser Koffer ist schon direkt da. Alles so schnell, finito. Pop, 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 pop. Thank you.
damit ihr mal so einen kleinen Eindruck habt. Wir sind jetzt angekommen und es ist ein riesen Resort und ich glaube, wir haben hier ein Zimmer. Wir kriegen morgen ein anderes Zimmer. Zimmer, weil wir eigentlich sogar mit Meeresblick haben. Heute haben wir noch das Zimmer. Morgen früh sind wir zur Rezeption, aber das sieht schon mal sehr, sehr super aus. Aber das zeige ich euch auf jeden Fall im nächsten Video nochmal alles so in Ruhe und entspannt. Jetzt glaube ich 3:30 oder 4. Wir sind gerade angekommen. Riesengroßes Reservoir. Ach, ich merke schon, ich bin müde. Ein riesengroßes Resort, wie ihr gerade gesehen habt. Ich kann euch, glaube ich, hier noch so viel zeigen. Aber wir müssen erstmal kurz ankommen und ja, dann hören wir uns gleich nochmal. Also wählt einmal mein Zimmer rein, oder wenn ihr jetzt springen würde, würde ich ausflippen. So Leute, und ich muss erstmal ein bisschen alles so ein bisschen sacken lassen, Revue passieren lassen. So viele neue Eindrücke, neues Land, neue Sitten, neue Menschen, auch wenn es sehr dunkel ist. Es ist trotzdem schon komplett anders, ne? Ich muss sagen, so ein bisschen Fazit zum Flug. Also, man muss ehrlich sein, es hat sich schon sehr gelohnt. Ich weiß, es ist sehr teuer, aber also bei mir persönlich, es hat sehr geholfen. Meine Knie tun nicht weh. Alles ist angenehmer. Diese Business Lounge in Istanbul war unglaublich. Wirklich, da war wirklich 10 von 10 auf das Essen. Wenn du ein bisschen ruhiger haben willst, wenn du diese ganze Tumult und alles so laut und du willst ein bisschen deine Ruhe haben, ist das wirklich perfekt dafür. Essen im Flugzeug war nicht gut, aber für mich war das Wichtigste das hier. Der Fahrer, der uns gerade hergefahren hat, der hat erzählt, wir sind irgendwie auf dieses Thema gekommen. Dann sagt er so, die Menschen, die freitags zum Gebet gehen, also die Muslime, dann gibt es immer so eine Vorlesung von demjenigen, der dann vorne steht und eine Vorlesung macht. Bei uns heißt das Khutba auf Arabisch. Hat er einfach erzählt, dass die Menschen, obwohl ich weiß, man sieht es auch, dass sie wirklich so ärmere Verhältnisse sind und sehr arme Menschen gibt, dass die einfach hier trotzdem sogar Dua, also ein Bittgebet machen für die Menschen in Palästina und überall auf der Welt, wo Krieg und sowas ist. Und es hat mir irgendwie so zum Denken gebracht, weil ich überlegt habe, ey, ihr habt hier gar nichts fast, ja, und trotzdem denkt ihr an andere Menschen als an euch selber. Und genau mit dem Satz beende ich jetzt auch diesen... Nein, ich habe einen besseren Satz. Okay, sag mal. Also, die haben hier, als wir angekommen sind, was gesagt? Hakuna Matata. Ja, und ich hatte recht, die sagen es hier. Genau, damit beenden wir das Ding. Lasst Liebe da, ich würde einfach so ein bisschen euch einen Einblick zeigen. Ja, ich bin auch das erste Mal Business Class geflogen. Einfach mal zeigen, wie sowas abläuft, was es da gibt, wie es ist, ob es sich lohnt. Und ja, ihr kriegt wahrscheinlich noch 2 Videos sogar hier aus dem Urlaub. Das ganze Resort, Zimmer, wir machen eine Safari-Tour. Deshalb lasst gerne Liebe da, lasst ein Follow da, würde mich freuen. Und wenn ihr irgendwas sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Kuss, kuss, kuss. Schlaft gut. Wir haben jetzt 4 Uhr, wir gehen jetzt auch schlafen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Kuss. Danke für alles.